Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Schulfer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute das Decommission and Salvage VHS FNAF Tape an. Ich bin extrem gespannt. Hier werden scheinbar Animatronics angezündet. Da träume ich nachts von. Freunde, wenn euch die Reaktion hier auf dem Channel gefallen, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch diesen Kanal hier. Vielleicht knacken wir dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten. Das wäre cool. Würde ich mich freuen an Weihnachten oder an Silvester. Wenn es gerade an Weihnachten oder Silvester 2023 guckt, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Abos gerade hier sind. Und wir gehen rein. Decommission and Salvage. Mal sehen, was hier abgeht. Ich meine, Decommission and Salvage bedeutet ja quasi, yo, Animatronics aus dem Dienst nehmen und halt salvagen, auseinanderbauen, nehmen, was noch cool ist. 17. November, okay. 95. This video is on behalf of Hasbro Entertainment, requested by Afton Robotics. Okay. Can you record this session? Also von oder in Fazbear Entertainment und auf die Bitte von Afton Robotics wird das jetzt auch alles aufgenommen. Afton Robotics ist ja eine Firma, die dann noch von William Afton gegründet wurde. Für die, die es nicht wissen, nach seinen ganzen Fehlschlägen mit den Fazbear Locations. Und welche Location ist das hier? Sieht aus wie FNAF 1. Ja. Das ist FNAF 1. Alles wurde aus dem Dienst genommen. Also ihr seht ja, die ganze Location ist leer geräumt. Warte, was stand da? Was stand da? Pause machen. Ich kenne sein Gesicht. Ich habe alles gesehen. Alter. Okay. Oh, da ist Freddy. Okay. Okay, er arbeitet. Oh, Freddy hat gebrannt oder so. Jo, ihm geht's gar nicht gut. Okay. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich meine, Decommission and Salvage. Bau ihn auseinander. Okay, I have on file here that apparently foul odors were coming from the suits, sir. Gestank ist aus den Anzügen gekommen. Ein fauliger Gestank. Hm, wo das wohl herkam, Leute? Multiple maintenance washes, the problem still persists. So, my job here today is to see what can be salvaged, basically. We're going to test the animatronics, see what parts work, don't work, because these things are old. And whatever still is functional, when we take it apart, we'll ship those parts off to other locations. Ja, die Animatronics sind alt. Alles, was noch halbwegs funktioniert, wird abgebaut und in anderen Locations benutzt. Oder bei Afton Robotics direkt. And the rest can all be, well, scrapped. Right, let's get into this then. Let's power this on. Okay. Ach, er macht den PC an oder macht oh, er Freddy okay. an? Okay, perfect. That's a good start. I mean, I was hoping it would at least power on so we could start this. Hat jetzt. Oh, right ja! Okay. Und der Arm. Right arm seems jammed. Ja, der Arm bewegt sich nicht so weit. Er wird wahrscheinlich jetzt erstmal alles durchtesten, was überhaupt noch funktional ist. Scheinbar. Klar, könnte Rost sein. Okay. Könnte. Alright, so the whole arm is done for. I'll give it a better inspection when I take it apart, but nothing is responding. Okay, er schaut es sich genauer an, wenn er alles auseinanderbaut. Linker Arm. Okay, nice. Okay, so sieht schon mal besser aus. As I'd hoped for. Der bewegt sich. Okay. Und funktioniert. I'm still here. Sie haben mich eingeschlossen wie ihr Haustier. Ein Tier, um sie zu amüsieren. Ein Tier für ihren Spaß. Nein. It was for mine. Es war für meinen? Für sein Amusement? Für sein... Um sich zu amüsieren? Okay. Idle, the idle mechanism for years is not responding. Freddys Auge hat sich bewegt. Habt ihr gesehen? I mean, maybe it's white. Freddys linkes Auge hat sich bewegt. Wait, what if I go and move the eyes manually? Nothing, okay. So the eyes don't work, okay. So it must just be loose. They must have rolled to the side or something. Er hat gerade gesagt, ja, die Augen sind wahrscheinlich lose. Ist wahrscheinlich was kaputt. Deswegen haben die sich bewegt. Aber ich glaube nicht, dass es das war, Bro. Ich glaube, Freddy hat dich im Auge. Oder so. I don't know what's happening. Okay.
Right. Let me just. Okay. Even there's a massive delay because I didn't do that. Sein Auge hat sich zurückbewegt. I have not. Und er hat gerade gesagt, yo, es muss irgendwie ja sein, dass der Befehl jetzt erst angekommen ist, weil er hat eben den Augenknopf gedrückt. Und dann hat er gesagt, ah, die Augen müssen lose sein, deswegen haben sie sich bewegt. Jetzt hat sich das Auge wieder zurückbewegt. Okay. Sieht nicht gut aus für dich. I mean, the whole software is frozen up. That's not creepy. Jetzt hängt die ganze, das ganze Programm hängt jetzt. Right. I can't power it off. I'll just wait till morning. Okay. Er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich lasse das einfach hier stehen und wir warten bis morgen früh, damit ich mit mehr Leuten nachgucken kann. Alright. Okay, okay. Das Licht flackert. Oh, er hat die Kamera auch aufgehoben. Und Freddy ist weg, natürlich. Natürlich, Freddy ist weg und nicht mehr mit ihm im Raum. Er hat sich aber schnell daraus bewegt und ziemlich lautlos für so einen großen Roboter. Okay, und er geht jetzt, hat er gesagt. Okay, ich gehe jetzt. Ciao, ciao. Aber wo ist der Ausgang überhaupt? Ich meine, der Ausgang müsste denn nicht da sein, wo er gerade ist? Wow! Alter, was war das denn für einen Jumpscare? Aber das ist nicht das Ende. Was willst du von mir? Sagt er hier. What do you want from me? Zeig dich. Alter, der Jumpscare hat gesessen, habe ich nicht mit gerechnet, dass der kommt. Wer bist du? Sie sagen deinen Namen immer und immer wieder und sie wissen trotzdem nicht, warum du schon die ganze Zeit hier bist. Okay, über wen reden die? Ich finde das echt lustig. Okay. Denkst du nicht auch, dass es lustig ist, William? Wer zur Hölle bist du? Oh! Also redet irgendjemand mit William? Ich glaube, Golden Freddy redet mit Afton. Cassidy redet mit William. Yo, und noch der Golden Freddy Jumpscare. Yo, was? Also ein sehr crazy Ending. Es hat halt wirklich sich so angehört, als würde Golden Freddy kommunizieren mit William Afton. Afton ist ja derjenige, der die ganzen Kinderseelen da reingesteckt hat, der dafür verantwortlich ist, dass die Animatronics überhaupt so ein Eigenleben führen. Und deswegen hat er auch eben gesagt, sie halten mich wie ein Tier. Die Animatronics haben ihn ja quasi eingesperrt, hat er sich ja quasi selber. Er ist selbst in den Spring Bonnie Anzug gegangen. Okay, sehr crazy. Wir schauen uns jetzt mal noch einen Tape an, weil das Video sonst so kurz ist. Wir haben hier noch Night Performance, Pre-Show Failure. Also irgendwas passiert mit den Animatronics. Wir haben irgendeinen System-Error oder so. Am 12. Januar 94. Das ist übrigens ist vom gleichen YouTuber und der hat so eine Storyline in seinen Videos. Also das spielt quasi vor dem letzten Video. Freddy, Foxy. Alter. Foxy, der Piratenfuchs. Let's go. In 10 Minuten. Alter, wie er das ankündigt. In 10 Minuten findet seine Show statt. In 10 Minuten, Leute. Oh, und da ist ein schicker Freddy. Ey, es sieht schon cool aus. In dem Tape irgendwie. Ey, in dem Tape sieht die Vorstellung von den Animatronics echt cool aus. Was? Oh. Irgendwas. This is not living. I'm sorry. Tut mir leid. Puppet. Hi, Puppet. Bonnie wusste aber auch nicht, was abging auf der Bühne. Bonnie sah einfach nur komplett verwirrt aus. Oh nein, diese komischen Augen waren da drinnen. No. Okay, das war aber auch schon das Tape. War nur sehr kurz. Jo, auf einmal haben die Animatronics alle so geglitscht. Blah. Leute, lasst mir immer einen Daumen nach oben da, wenn euch die Videos hier gefallen. Wie gesagt, gern den Channel abonnieren. Kuss geht raus für den Support. Ihr könnt gerne das letzte Video noch hier drüben auschecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.